ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, für die guten Schnäppchen sind wir bekannt bei Pearl TV und deswegen schön, dass Sie auch zu dieser Schnäppchen-Show eingeschaltet haben. Unsere 15-15-Show bedeutet, jedes Produkt dürfen Sie bis zu 5-mal für nur 15 Euro bestellen. Und Ralf wird uns durch die Sendung führen. Es geht querbeet durch sämtliche Produktkategorien durch. Sind Sie bereit? Dann legen wir los. Es schlägt 15. Gerade am Wochenende wieder bei einem Geburtstag eingeladen, habe ich festgestellt, eigentlich singt jeder gerne. Aber die Möglichkeiten sind oftmals begrenzt. Hier haben wir etwas für Groß und Klein, was es jedem ermöglicht. Unschwer zu erkennen, ein Mikrofon. Aber hier, dieser Klotz außenrum, das ist praktisch die komplette Anlage. Hier sind Lautsprecher drin und hier vorne können wir das regulieren. Das ganze Akkubetrieb, wir brauchen also nirgendwo ein Kabel anschließen. Und jetzt kann ich zweierlei Sachen machen. Entweder ich verbinde das Ganze per Bluetooth mit meinem Handy. Dann könnte ich zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel auf YouTube ganz viele Karaoke-Videos mit Text auf dem Bildschirm, kann ich das verbinden. Hier habe ich die Musik, der Text läuft auf dem Bildschirm und ich singe mit. Oder ich mache es ganz einfach per USB-Stick, dafür habe ich mich heute entschieden. Und den stecke ich jetzt mal rein und ich möchte euch zeigen, wie einfach das ist. Ich glaube, das Schwierigste ist, den USB-Stick richtig rum einzustecken. Und jetzt schalten wir das mal ein und ich habe die Einstellung schon gemacht und jetzt passt mal auf. So, jetzt gehen wir mal an den Anfang, das ist nicht ganz der Anfang. Kennst du das Lied? Ja, aber den Text. Achtung, und jetzt pass mal auf, jetzt singen wir mal ein bisschen live. Ist doch geil, oder? Willst du auch mal? Das ist wirklich. Jetzt muss ich sagen, macht nicht nur mir Spaß, sondern meinem Enkel macht das genauso Spaß wie mir. Der kennt halt, er kann auch nicht lesen, aber dann singt er halt so ein bisschen mit. Der kann übrigens, das ist auch genial, ich meine, ihr zwei, ich mache mal ein bisschen leiser, wir können ja die Lautstärke einstellen. Ja, gehen wir ein bisschen runter. Du machst es sehr, sehr schön. Machen wir nachher wieder. Der kann zum Beispiel die Freiburg-Hymne, die kann er schon auswendig. Also das Lied des Sportclub Freiburg. Das ist wichtig, wer hat ihm das beigebracht? Aber das macht doch Spaß, oder? Also ich finde das so genial für Groß und Klein. Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein Riesenspaß. Da kannst du die Kleinen ans Singen heranführen. Ein bisschen musikalische Bildung ist ja auch wichtig, ne? Und ja, vor allen Dingen Spaß ist damit garantiert. Und es reißt einfach. Kennst du den Text von dem Lied? Pass mal auf, jetzt kommt Take My Hand. Take my hand. Oh. Siehst du, macht Spaß. Take my whole life. But I can't help falling in love with you. So, jetzt reicht's aber. Fanzuschrift bitte an Diana. Ja, aber. Also ich glaube, ihr habt das ja selber schon erlebt. Wir machen ja als Karaoke-Partys bei mir. Das ist ein Selbstläufer. Man muss einfach mal damit anfangen. Ich breche jetzt ganz grob mal ab, ja. Oh. Weil eins ist auch noch klar, nach dem zweiten Bier oder vierten Schorle singt sich's noch besser. Ja, also ihr habt das selber schon erlebt bei mir. Ja. Diana würde übrigens niemals singen. Aber in Gruppenzwang, wenn Karaoke ist, da hast du auch das Mikro nicht mehr hergegeben. Ich erinnere mich dran, du brauchst auch nicht leugnen. Oder? Ja. Was hast du? Du hast alles gesungen, oder? Ja, also ich immer mache diesen Back-Vokal. Ne? Ja, und Backstreet Boys, da ist er abgegangen. Ja? Also es macht Spaß und jetzt kann ich es für 15 Euro nach Hause holen. Natürlich im kleinen Rahmen. Aber egal ob groß oder klein, probieren Sie es aus. Es macht einfach riesigen Spaß. Definitiv. Also das sollten Sie sich für 15 Euro nicht entgehen lassen, diesen Spaß, weil das ist einfach nur genial auf kleinstem Format, ganz kompakt hier Ihre Musikbox sozusagen mit dabei zu haben mit dem Mikrofon. Mit dem Mikrofon klingt es auch gleich immer ein bisschen besser, finde ich. Ne? Also gönnen Sie sich den Spaß für Ihre nächste Party oder einfach mal, um sich selbst ein bisschen im Gesang zu üben. Vielleicht ist das ja auch mal eine Idee für ein neues Hobby. Die Bestellnummer ist die ZX 1700.
13 und die 5, 6, 9, nur 15 Euro für so viele Möglichkeiten, die Sie damit haben und für unendlichen Singspaß alleine oder gerne mal zu zweit, zu dritt, zu viert oder wie auch immer. Das war ein guter Start. Ich hätte gerne so weitergemacht die nächste halbe Stunde, aber Sie warten mit Sicherheit schon ganz gespannt auf das nächste 15-Euro-Schnäppchen. Und deswegen schlägt es nochmal 15. Das hier hat einen guten Grund, warum ich das ausgesucht habe für die heutige 15-15-Show. Ich mache nie ein Geheimnis draus, dass ich den Winter satt habe. Von mir aus könnte jetzt sofort Frühling sein. Wir müssen leider noch ein paar Wochen warten. Frühlingsanfang, glaube ich, 21. März. Das geht noch eine Weile. Aber hier habe ich schon mal die Frühlingsvorboten. Ein wunderschönes Bäumchen. Und du siehst, das ist beleuchtet. Das hat einen Netzstecker ganz einfach dran. Kann ich einstecken. Und jetzt habe ich den Frühling. Das sieht für mich aus wie Kirschblüten. Mhm. Ja, allerdings Kirschblüten, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die blühen nur 10 Tage im Jahr. Ja. Dann ist die Chose wieder vorbei. Das hier ist ein Kirschblütenbaum, so möchte ich ihn jetzt mal nennen, der das ganze Jahr blüht und auch jetzt im Winter. Und für mich ist das ein Hauch von Frühling. 48 dieser kleinen beleuchteten Knospen haben wir hier. Der ist absolut auch außentauglich, kann also auch zum Beispiel im Eingangsbereich positioniert werden. Wenn eine Steckdose in der Nähe ist, Strom haben wir natürlich oder brauchen wir. Aber das ist doch Frühling pur. Und wenn er dann da ist, dann leuchtet es immer noch genauso schön. Also ich finde den Baum wunderschön. Ist das Ganze ja super schön. Ich habe mich ja so gefreut, weil ich den kürzlich erst entdeckt habe bei einer Klavierschülerin von meinem Mann. Mhm. Die hat nämlich genau dieses Bäumchen auch auf dem Balkon gehabt. Und ich habe mich so gefreut, weil das sah so schön aus. Das war allerdings im Winter, als ich das Bäumchen entdeckt habe. Da sieht es genauso schön aus. Also das ist wirklich fantastisch mit diesen 48 hell. Ja, es ist ein wirkliches Blütenmeer. Spektakel. Und ich glaube, viele, also gerade hier unten, also im Niedersachsen war es ja ganz schlimm, wir haben gefühlt grau in grau seit November. Ja. Da gab es 2, 3 sonnige Tage, der Rest war es eigentlich den ganzen Tag entweder dunkel oder grau. Und da spricht man oftmals von Winterdepressionen, weil einem einfach der Frühling, die Sonne fehlt, die Blüten fehlen. Hier habe ich ein Mittel dagegen. Natürlich ein kleines Mittel, aber das bereitet Freude. Es sieht toll aus. Man freut sich auf den Frühling. Und wenn dann mal die Kirschblüten blühen, kann man auch vergleichen und sagen, oh, mein kleiner Busch, mein kleines Bäumchen, sieht ja wirklich ganz ähnlich aus wie die Kirschblüten, die leider nach 10 Tagen dann wieder verblüht sind. Ja, das ist super schade. In Göttingen haben wir auf dem Zentralcampus der Universität haben wir eine ganze Kirschblütenallee. Hm. Da ist was los, wenn die Kirschblüten da mal blühen. Ne? So zack, zack, alle wollen es ausnutzen. In Japan eines der größten Volksfeste, das Kirschblütenfest. Hm. Ja, also da die Menschenmassen ohne Ende. Aber wie gesagt, begrenzt auf 10 Tage. Sie brauchen sich nicht an diese Grenzen zu halten. Hier würde ich sogar sagen, wenn Sie es irgendwo im Eingangsbereich positionieren wollen, ein rechts, ein links, dann haben Sie jedes Mal den Frühling im Blick, wenn Sie das Haus verlassen oder wenn Sie nach Hause kommen. Also ich finde es wunderschön, ist natürlich auch Geschmackssache. Der eine sagt, nee, gefällt mir nicht. Der andere sagt, oh, ist wunderbar. Ja. Aber ich glaube, das Wunderbar wird total überwiegen. Also definitiv. Ich frage mich, wer das nicht schön finden soll. Es ist total toll. Mir gefällt es mega gut, dieser LED-Lichterbaum. Jetzt schnell bestellen mit der NX9118 und der 569 für Ihr ganz eigenes, ganzjähriges Blütenfest, Kirschblütenfest, was Sie damit feiern können. Ich finde das ein absoluter Hingucker und mein Muss in dieser Sendung. Aber ja, ein Muss, was uns immer begleitet, du hast es eben gerade angesprochen, das Wetter. Ja, da müssen wir durch und müssen uns entsprechend anpassen. Deswegen super, was jetzt Sie erwarten wird. Es schlägt nochmal 15. Ich bin ein Riesenfan von Wetterstationen, das kann ich sagen. Und ich gebe eigentlich keine Ruhe, bis nicht jeder eine Wetterstation zu Hause hat. Und hier haben wir eine wirklich außergewöhnliche für gerade mal 15 Euro. Wir sehen, die besteht natürlich aus dem Hauptteil hier, wo ich auch eine schöne Uhr drauf habe, und dem Außensensor. Der Außensensor, mit dem haben Sie 60 Meter Reichweite, den irgendwo im Freien bringen, an einem schattigen Plätzchen. Und dann haben Sie hier auf der Uhr neben der funkgenauen Uhrzeit auch erstens mal Innen- und Außentemperatur, wir sehen das, aber aufgrund der erhobenen Werte wird auch eine Wetterprognose erstellt. Und die sehen wir hier, bei uns jetzt sogar im Moment ist es noch ein bisschen wolkig, aber guck mal,
das macht uns wieder Hoffnung. Die Sonne scheint sich wieder zu zeigen. Jetzt haben wir hier noch etwas Schwarzes, aber das ist das geniale i-Tüpfelchen. Wenn du sowas zum Beispiel auf dem Nachttisch hast, haben wir hier einen Projektor. Und der projiziert, ich biege das mal zu mir, ich hoffe, man sieht es vielleicht bei mir auf der Kleidung. Ja. Ich schau mal, sieht man es? Ich weiß es nicht. Aber so wäre es dann normalerweise auf der Wand, wird die Uhrzeit und die Temperatur auf die Wand oder an die Decke projiziert. Das heißt, du musst nicht mal auf den Wecker schauen, wenn du das eben wissen willst, wie viel Uhr jetzt ist. Also für mich eine tolle Wetterstation. Weckfunktion natürlich auch. Also alles, was man sich wünscht. Das ist super angenehm in der Nacht, wenn Sie nicht auf so ein helles Display schauen müssen, sondern einfach nur dieses rote Licht haben, diese rote Projektion. Also das erleichtert auch das Wiedereinschlafen, wenn Sie sich nachts hin und her wälzen. Da schaut man ja öfters gerne mal auf die Uhr und ärgert sich dann, dass man immer noch nicht schlafen konnte. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig, falls Sie dann leichten Schlaf haben. Und natürlich so auch einfach eine wahnsinnig schicke Wetterstation, muss man sagen. Gerade mit dieser Projektion und dem Außensensor auch wieder ein super guter Preis für nur 15 Euro. Aber es geht weiter mit diesen guten Preisen. Und bei dem nächsten Produkt war ich ganz erstaunt, dass das für 15 Euro möglich ist. Schauen wir es uns gemeinsam an. Es schlägt 15. Raten ja immer in unseren Digitalisiersendungen zu Backups. Und hier habe ich jetzt mal die Möglichkeit, eigentlich für den Otto-Normalverbraucher für ganz kleines Geld eine externe Festplatte, so nenne ich es jetzt mal, zu kaufen. Es ist unser Preisalarm, deshalb maximal ein Stück pro Besteller. Aber Sie werden gleich erkennen, was das für ein Preisvorteil ist. Natürlich ist das keine Festplatte, es ist ein USB-Stick. Aber er hat eine Größe von 256 Gigabyte. Und da muss ich sagen, das ist ein Backup für die meisten von Ihnen. All Ihre Filme, Ihre Musik, Ihre Dokumente können Sie hier sichern. Natürlich ist ein USB-Stick zum Datentransfer. Und da kommt es auch wirklich gut, dass das hier eine Technik ist, die sehr modern ist, nämlich USB 3.1. Also noch die neueste Generation, der 3er-USB. Man spricht hier von 4- bis 10-facher Datenübertragung und das ist ja auch wieder ein Riesensprung. Aber ich rate ja jedem immer, alles was Sie auf der Festplatte, im Desktop-Rechner oder am Laptop haben oder auch was auf Ihrem Handy an Bildern und Videos hinterlegt ist, dass Sie das extern sichern. Ja, und oftmals gibt es dann so kleine USB-Sticks, da passt nicht alles drauf. Bei 256 Gigabyte würde ich behaupten, passt bei den meisten Menschen alles drauf. Die Filmesammlung, die Musiksammlung, alle Fotos, Dokumente brauchen sowieso nicht viel Speicherplatz. Da würden Millionen von Dokumente drauf passen. Und deshalb ist das hier das Optimum. Der braucht nicht viel Platz. Wichtig ist dann nur, wenn Sie ein Backup gemacht haben, dass Sie den separat vom Internet, also getrennt vom Internet irgendwo aufbewahren. Viele sagen sogar, das ist am besten noch in einem anderen Haushalt. Ja, zur Mutter bringen, hier leg mal, wenn ich mal was ist, wenn ich sage, gib mir den wieder. Warum anderer Haushalt? Das liegt daran, dass da viele sagen, es könnte ja auch Hochwasser geben oder mal ein Brand. Dann wäre natürlich auch der Backup kaputt. Aber egal, wie Sie das handhaben, machen Sie ein Backup Ihrer wichtigen Daten. Wenn der Datenträger nämlich mal geklaut wird oder kaputt geht oder durch irgendein Virus, Computervirus angegriffen wird, dann sind die Daten verloren. Hier haben Sie die Sicherheit, dass Sie sie irgendwo gespeichert haben. Und nochmal die Größe von 256 Gigabyte ist nach meiner Sicht für 95% aller Menschen ausreichend als Backup. Und dementsprechend sage ich hier, das ist eine Backup-Festplatte für den kleinstmöglichen Preis. Ich kann mich noch erinnern, ich habe früher mal, also ist schon eine Weile her, klar, aber ich habe mal eine große Festplatte externe gekauft. Die hatte, ich glaube, 128 Gigabyte. Das war damals eine Wahnsinnssumme. Hat um die 150 Euro gekostet. Jetzt habe ich hier die doppelte Größe für 15 Euro. Da sieht man mal, was das für ein Wahnsinnsangebot ist. Und das sollten Sie nutzen. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich meinen ersten USB-Stick hatte, der hatte irgendwie 500 Megabyte oder so. Da war ich schon gut dabei. Und ein Gigabyte USB-Stick, das war schon der Wahnsinn. Aber jetzt 256 Gigabyte, ist richtig, ne? Ja, 256 Gigabyte für nur 15 Euro. Da müssen wir uns die Preisgestaltung noch mal genauer anschauen. Und zwar hier gerade auch im Vergleich zu Pearl.de. Da liegt der Preis normalerweise bei 27 Euro. Aber für Sie jetzt nur 15 Euro im Preisalarm. Also bitte nur einmal hier zugreifen.
Aber das ist ein super Tipp, jetzt auch mal anders bezogen, hier sich mal mit einem USB-Stick mit der Speichermenge auszustatten, um die Dokumente zu sichern. Vielleicht auch mal sogar die Möglichkeit nutzen, falls Sie die haben, Dokumente auch in Papierform mal einzuscannen, dann auch auf dem Speicherstick zu speichern. Für alle Fälle sind Sie da bestens mit gewappnet. Also das kann wirklich jeder gebrauchen und für 15 Euro nehmen Sie das ganz einfach mit. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen was Spaßigen, was wir zumindest hier schon im Studio hören durften. Hören Sie auch gut hin. Jetzt schlägt es nochmal 15. Also sparen sollte ja und macht auch in den meisten Fällen Spaß. Man spart auf etwas, um sich irgendwelche Ziele zu ermöglichen, die man sich gesetzt hat. Aber dieses Sparschwein ist kein klassisches Sparschwein. Sie haben es vielleicht im Hintergrund schon gehört, weil da macht Sparen nochmal so viel Spaß. Hast du jetzt alles Geld bei dir? Kriege ich bitte auch was? Ja, das ist mein Geld. Ich spare. So, jetzt achten Sie mal drauf, was passiert. Ich muss ihn einschalten. So, ich hoffe, ich... Da sehen wir schon. Sehen Sie das? Das Sparschwein grunzt und freut sich bei jeder einzelnen Münze. Du hast schon eingeschaltet. Jetzt habe ich ausgeschaltet. Also da ist ein Schalter dran, klar, batteriebetrieben. Aber schau dir das an. Hast du schon mal so ein süßes Sparschwein gesehen? Nee, das sieht auch fast so aus, wie wenn er in die Luft abheben würde. So toll wackelt der mit den Öhrchen. Weißt du, alle Kinder haben eigentlich ein Sparschwein zu Hause. Ist häufig so. Und wenn da mal Besuch ist, dann wirft da mal jemand einen Euro rein. Ja? Und die Kinder freuen sich. Aber glaub mir, hier bleibt es nicht bei einem Euro. Wenn da jemand was reingeschmissen hat, und das Schwein macht so, da kommt die nächste Münze hinterher. Ich will das noch mal sehen. Also hier wird auch das Sparaufkommen mit Sicherheit vervielfacht. Das ist einfach super süß, oder? Definitiv. Das ist auch eine schöne Erziehungsmaßnahme, würde ich mal sagen. Die Kinder mal so ein bisschen an das Geldsparen heranführen, dass Sparen auch wirklich für Freude sorgen kann. Und hier wird der Freude ganz speziell nochmal Ausdruck verliehen. Jetzt mal ganz ehrlich, haben Sie so ein Sparschwein schon mal gesehen? Ja, Sie werden doch auch versucht, hier gleich noch eine Münze reinzuwerfen. Wirf noch eine rein, noch eine. Also, das Sparpotenzial ist riesengroß. Genau. Also, guck dir das an. Jetzt fliegt das Schweinchen sogar. So große Ohren hat's. Diana, hast du jetzt das ganze Geld reingeschmissen? Noch nicht. Aber noch ein bisschen habe ich. Brauchst du noch ein bisschen? Ein nehme ich noch. Eine Münze nehme ich noch. Komm, weil ich will meinen jetzt auch mal quieken hören hier. Und das ist übrigens egal, ob das 1 Cent oder 1 Euro oder 2 Euro sind. Das Schweinchen macht einfach diese grunzenden Geräusche und wackelt mit den Ohren. Ein absolutes Highlight. Und ich habe es eingangs gesagt, so macht Sparen noch mehr Spaß. Ja, der Spaß von dem Schweinchen ist definitiv ansteckend. Da muss man einfach grinsen und schmunzeln. Und es sehr versucht, immer wieder nachzuwerfen für diese schöne Show, die es dann auch im Anschluss gibt. Die Bestellnummer für dieses exklusive Sparschweinchen ist die NX8932 und die 569. Tolle Produkte bis hierhin, aber wir sind immer noch nicht am Ende und deswegen schlägt es nochmal 15. Und hier kommt jetzt eigentlich ein Kindertraum von mir. Als Kind, so 8, 9, 10 Jahre, habe ich immer von Walkie-Talkies geträumt, um mich mit meinen Freunden dann auch zu unterhalten über Funkfrequenz. Damals unbezahlbar, meine Eltern hätten da nie mitgemacht, mehrere hundert D-Mark hat das gekostet. Wow. Hier haben wir jetzt ein Set Walkie-Talkies und die kosten gerade mal 15 Euro und die erfüllen meinen Kindheitstraum. Einfach eingeschaltet, wir haben sogar 8 Kanäle zur Auswahl, dass wir auch immer einen freien Kanal finden und jetzt kann man auf eine Entfernung bis zu 2 Kilometern miteinander sprechen. Für Kinder ein absolutes Highlight. Aber auch im Erwachsenenalter habe ich gemerkt, dass das sehr hilfreich ist, weil, ach, ich habe es ausgeschaltet, schon angeschaltet, jetzt schalten wir es wieder an. Hallo, hallo, hallo. Weil, oh, jetzt hören wir schon die Hallo, Frau, hallo, hallo, hallo. Ist da wer? Ist da wer? Ja, ich antworte dir gleich, Rebecca. Aber ich möchte mal die Zweckmäßigkeit noch sagen. Kolonnenfahren, Urlaubsfahrten. Man fährt, ich sage jetzt mal, Richtung Italien, oben auf dem Brenner, hat man plötzlich kein Handynetz mehr. Irgendwas passiert, die Kleinen müssen Pipi oder sonst was. Ich kann niemand erreichen, man verliert sich in der Kolonne.
Das hier ist Handynetz unabhängig, funktioniert immer auf 2 Kilometer Entfernung, ist auch in ganz Europa zugelassen und jetzt kann man miteinander sprechen. Dann Geo. Sind wir endlich da. Ja, ja. Hunger, Pipi, Durst, wann sind wir da? Ja, ja, ja. Aber hiermit auch Veranstaltungen. Jetzt im Moment ganz viele Fasnachtsveranstaltungen in ganz Deutschland. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dort an der Theke geht's Bier aus, der, der das Bier holt, ist am anderen Ende vom Zelt. Bier holen. Bis der kommt. Ja, geh mal Bier holen. Nein, dann kannst du sagen, Kurt, bring mal noch was, komm. Also unglaublich hilfreich. Geocaching, wenn man unterwegs ist, Naturspaziergänge macht und natürlich für Kinder ein absolutes Highlight, wenn man dann abends mal nochmal über Funk, so wie ein Geheimagent miteinander sprechen kann. Und es ist ja auch so, komm, ich gebe dir das mal, dann könnt ihr euch mal unterhalten und achten Sie mal drauf. Sofort fangen beide an, mit irgendwas zu sprechen. Ja? Das ist so automatisch. Ah, das warst du. Treffpunkt, dritter Baum von rechts, jetzt sofort. Wir schleichen uns raus. Aha, heimliche Verabredung, wo sie sich treffen, das finde ich geil. Du musst jetzt sagen, der Adler ist gelandet. Den Satz finde ich immer so toll. Ja. Nein, es macht Spaß. Bei Kindern ist das ein super Highlight als Geschenkidee, aber auch bei Erwachsenen für Veranstaltungen, für Ausflüge, die man vielleicht eine Wanderung macht, wo man sich vielleicht mal aus den Augen verliert. Beim Pilze suchen. Mensch, ich habe hier ganz viele Pilze, komm mal zu mir rüber. Igel, ja. Das ist Fuchs. Was ist mit dem Fuchs? Was? Ich bin Fuchs. Du musst und ich bin Igel. Ja. Das ist ein Spitzname. Übrigens, eine kleine Taschenlampe ist auch noch dabei. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Gespräche der beiden weiter belauschen sollten. Ich weiß es nicht, aber vielleicht können Sie es. Übrigens, natürlich sind das freie Frequenzen. Die darf jeder über Funk benutzen. Aber deshalb haben Sie 8 Kanäle. Also wenn jetzt mal jemand dazwischen funkt, dann sagt man einfach, komm, wir wechseln auf Kanal 5 und hören uns da gleich wieder. Es ist phänomenal von der Technik, aber natürlich auch einzigartig vom Preis. Die Artikelnummer ist die ZX3388 und die 569. Over. Over and out. Over and out. Ja, das Produkt ist jetzt gerade rausgeführt worden mit Jana, mit dem, was war sie nochmal? Adler. Nee, was war sie dann? Fuchs. Mit dem Fuchs, genau, richtig. Ja, also ganz egal wofür, das ist immer praktisch zu haben, mal als Alternative zum Smartphone. Das Zweier-Set gibt es hier für Sie direkt nach Hause. Und ich liebe Zweier-Sets in dieser Sendung, weil das ist immer besonders günstig. Aber ich liebe auch Produkte, die 2 Funktionen in einem vereinen. Und dazu kommen wir jetzt. Es schlägt 15. Ja, 2 in 1 und vor allem bei Frauen sehr, sehr beliebt. Das hier hat eine unglaublich handschmeichelnde Form. Es ist sehr gut zu greifen. Es ist im ersten Moment eine Powerbank und das sehen wir hier am Anschluss, weil wir hier Strom entnehmen können für unsere Mobilgeräte. 5200 Milliampere-Stunden, also handelsübliches Handy maximal oder zweimal aufladen. Aber jetzt kommen wir zur zweiten Funktion. Einfach eingeschaltet kann ich hier 2 verschiedene Wärmephasen einstellen. 50 Grad oder sogar bis zu 60 Grad. Und jetzt im Winter hat schon der ein oder andere kalte Hände gehabt. Und jetzt steckst du diese Powerbank in deine Tasche und steckst die Hände dazu und schon hast du warme Hände. Du kannst parallel natürlich auch noch das Handy dazu aufladen. Das geht sogar zeitgleich. Aber diese wärmende Funktion wird jetzt gerade im Winter für viele Gold wert sein. Vielleicht kennt ihr alle diese Knickwärmer, ja. Wo du knickst, die reagieren, dann gibt es nur 1 Stunde ungefähr warm und dann musst du die aber irgendwann mal wieder aufkochen. Das hast du hier nicht, das schaltest du ein auf die Temperatur, die du willst und hast sofort warme Hände. Es ist auch, nimm es mal gerne in die Hand, es ist sofort warm und fügt sich schön an die Hände. Es fühlt sich toll an, ja? Und jetzt in der Jackentasche, in der Manteltasche, die Hände drin. Die Hände sind schön warm und Ersatzenergie haben wir auch noch. Im Sommer hat man Ersatzenergie, was immer wichtig ist. Und wenn dann der nächste Winter wieder kommt, ist das die Vorsorge gegen die kalten Hände. Ich würde hier sogar raten,
zweimal zuzugreifen. Definitiv. Weil wir haben ja zwei Hände, Tasche. Linke Tasche, rechte Tasche, habe ich immer warme Hände. Und glauben Sie mir, auch dieses Jahr werden noch einige richtig bissig kalte Tage kommen. In den Höhenlagen soll es diese Woche noch schneien, obwohl wir teilweise 15 Grad hatten schon diese Woche. Also Sie sehen, wie wechselhaft das Wetter auch jetzt im Februar noch ist. Ja, oder Sie bestellen gleich viermal und können jemand anderem noch eine Freude machen für die rechte Handtasche, Jackentasche und die linke Jackentasche. Oder Sie bestellen gleich fünf, weil 15 Euro ist ein super Preis. Sie müssen überlegen, nicht nur Handwärmer bekommen Sie hier, sondern auch eine Powerbank, also ein 2-in-1-Produkt. Das finde ich hieran so toll und so clever kombiniert. Die Bestellnummer ist die PX1843 und die 569. Also gestalten Sie sich die nächsten kalten Tage, die wir ja mit Sicherheit alle schon satt haben, nochmal schön warm. Zumindest an den Händen müssen Sie damit nicht frieren. Eine super Sache. Und ein letztes Produkt haben wir noch in dieser Sendung. Dann ist die 1550-Show erstmal vorbei. Aber man soll die Dinge nicht beweinen, bevor sie erscheinen. Also schauen wir uns das nächste Produkt an. Es schlägt ein letztes Mal 15. Immer mehr im Kommen und immer beliebter sind sogenannte Mischgetränke, also Smoothies oder Ähnliches, die ich mir selber zusammenmischen kann. Wenn man die kauft irgendwo, zahlt man sich dumm und dämlich. Das werdet ihr mit Sicherheit bestätigen können. Hier habe ich die Möglichkeit, mit diesem Standmixer, genau das ist es nämlich, das Ganze wirklich erträglich zu machen. Und vor allem, ich kann die Inhaltsstoffe zu 100% kontrollieren. Hier sehen wir das, wir haben zwei Geschwindigkeitsstufen, ein Liter Behälter und dieser Behälter ist auch wunderbar skaliert. Ja, wenn wir das hier sehen, diese Skalierung, du siehst also auch immer, was du von was reinmachst. Ja? Du brauchst also nicht extra Messlöffel oder Ähnliches. Wir haben oben einen kleinen Einlass, wo du auch hier mal Obststücke oder Ähnliches reinmachen kannst. Und jetzt drückst du einfach nur auf das Knöpfchen bzw. drehst und dann wird gemixt. Und zwar auch Eis oder vereiste, es gibt da so gefrorene Himbeeren, also alles, sogar Nüsse, weil wir sehen hier eine unglaublich scharfe Klinge aus Edelstahl, vier Klingen und die tun wirklich ihr Übriges. Hier sehen wir mal einen Smoothie, den Diana zusammengewürfelt hat. Weißt du noch, was du da alles reingemacht hast? Ja, ich glaube, das war Beeren, das war Milch und ich habe sogar Zucker reingemacht. Okay, du bist eine Süße. Ja, und das war wirklich so lecker. Ehrlich zu sein, ich habe diesen Mixer auch zu Hause. Ich mache mir auch sehr, sehr oft Smoothies. Heute zum Beispiel, ich habe Bananen, Kiwi, Apfel, dann ich mache Coconutmilch, sehr, sehr schön, das hat so diesen Coconut-Geschmack. Und dann ich habe noch ein bisschen Proteinpulver reingemacht. Aha. Und das war auch mit Protein, also mit Eiweiß, war sehr, sehr, hat mir satt gemacht. Ne? Ja, natürlich, es macht satt und schmeckt auch und man weiß, was drin ist. Ja, das finde ich wichtig. Und jetzt muss ich sagen, die einzelnen Zutaten, die kosten ja immer nur ein paar Centbeträge. Bananen kosten nicht viel, Milch kostet nicht viel. Ja, auch diese Früchte, Waldfrüchte oder Ähnliches, was du da reinmachen kannst, die kosten nicht viel. Haferflocken mache ich noch rein. Haferflocken, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber es gibt ja sogar Leute, die schmeißen noch Spinat mit rein. Ja? Also man kann alles reinmachen, aber es war, glaube ich, noch nie so einfach, das zu mischen. Je nachdem, wie lange Sie das machen, desto dünnflüssiger wird es natürlich. Aber hier sehen Sie das Ergebnis. Sieht gut aus, schmeckt mit Sicherheit auch lecker. Und was ich immer wichtig finde, wenn man sowas selber macht, ich weiß, was drin ist. Ich traue diesen ganzen Smoothies in den Kühlregalen nicht. Da steht zwar überall, was drauf ist. Die müssen ja mittlerweile die Inhaltsangabe machen. Aber ich kann die Wörter nicht mal erkennen. Also ich weiß gar nicht, was da drin ist. Und hier weiß ich es, weil ich es mir selber mache. Und deshalb meine Empfehlung für heute. Vor allen Dingen ist das super schnell gemacht, wenn Sie den richtigen Mixer am Start haben. Und hier haben wir einen wunderbaren Supermixer, der alles klein häckselt und für Sie in wunderbare Drinks verwandelt. Das letzte Produkt der 1515-Show bestellen Sie mit der Bestellnummer NX8564 und der 569. Ganz viel Spaß mit den an dieser Stelle geshoppten Produkten, aber bleiben Sie doch ganz einfach bei uns. Oh,